run, but do you know the way? You build one character, you destroy the other. There's no other way. You follow reason, you see through it, you cut away the strings. Dann versuchen wir es nochmal oben lang. Ach, da gehören diese Seiten rein, diese gekritzelten. Okay. Fehlen dann auch noch 4 Stück. Jetzt hier aus. Immer noch genauso wie vorher. Charakterform, in sich gehen, Kontext, Hintergrund, was hat mich hergebracht, die Gegenwart ist in der Vergangenheit verwurzelt. Das wird dann das nächste Thema. Ja, bislang ist das Game ziemlich nervenaufreibend. Man blickt die Story noch nicht so ganz, aber das war ja beim ersten Teil auch schon so. Aber sehr erschreckend, sagen wir es mal so. A fuel for the flame. The lifeblood for the roots of existence. The roots grow strong. Become a foundation. But they can also bind. Entangle. Hold him in place. Pull him under. Away from the air. Away from the light. To wither away. Forever struggling. Thinking of what could have been. Roots. He must cut them away. Only then can he be truly free. Also der Unterschied zum ersten Teil ist hier ganz klar, dass es hier Monster gibt, die dich jagen und töten. Das gab es im ersten Teil nicht. Der erste Teil war halt einfach nur sehr gruselig. Oh, hier geht's diesmal direkt nach unten, okay. What are you doing? Here, listen. But how does it do that? A sea couldn't fit in there. It's the spirit of the sea. It captured its strength, its calm, its freedom, so it can live on. Forever. Mhm, wieder was dazugelernt. Tormented Souls, muss ich sagen, habe ich tatsächlich nicht gespielt. Oh, bleibst du offen? Voll schief Türen. Wir scheinen einfach mal so klein zu sein. Zweifelsfall einfach den Pfeilen folgen, oder? Küche. Chick
bietet ihr morgen eine neue Filmrolle, einen Piratenfilm. Hab gehört, die Amis lieben ihn. Sieh ihn dir genau an. Mehr Vorführung bedeutet mehr Hinterteile in den Sitzen. Ach so. Und mehr Gründe, um dich weiter zu bezahlen. Was für ein Piratenfilm. Fluch der Karibik. Come, faithful servant. For tonight we brew a ghoulish concoction, the world's strangest stew. Barley, der Kanonier. Er isst viel, sehr viel, deshalb ist er genauso rund wie eine Kanonenkugel. Einmal schoss er sich fast selbst aus einer Kanone. Ja, sieht lustig aus. Irgendwas reinpacken? Dieses Gehirn vielleicht? Seasoned by sadness, burnt from within, ravaged by madness, rotten with sin. Einfach haben wir das mitgenommen. Wir müssen das jetzt bestimmt kochen. Ich versuch das mal, bevor wir da lang gehen. Einfach mal Gehirnsuppe kochen. Warum nicht? Ha! Geht sogar. Schätze mal, wir müssen jetzt Zutaten für diese Suppe einsammeln. Kein Scheiß, Junge. Herz. Hollowed by longing, hardened by loss. Once slick and polished, has lost all its gloss. Ein panisches Herz, oder? Noch zu. Nee, bleib mal liegen. Okay. Klingt nach einem Spiel für mich eigentlich. Torn up by conflict, ravaged by war, flawed on the surface, warped to its core. Soll das sein? Eine Bärentatze? Könnte sein, ne? Muss aber nicht. Alter, mach keinen Scheiß jetzt. Oh nö. Okay, der Ausgang ist frei. Boah, gleich muss ich bestimmt wieder rennen, ey. Look, Jimmy. Father's screening the Black Wanderer. Silent Hill fand ich mega. Movie's almost over. Time to go. Schlafzimmer. Ich finde sogar, dass diese Musik, die hier läuft, ne, wenn du ganz genau hinhörst, dieses Piano, ich finde, das erinnert sogar sehr an die Silent Hill Melodie. Was passiert jetzt? Boah, ich dachte gerade, wäre abgestürzt, ey.
Ich habe Beschwerden über Geräusche oben auf dem Laubengang erhalten. Die Leute haben Angst, dass ihnen das verdammte Ding auf den Kopf fällt. Ich habe dir gesagt, den Zutritt zu verbieten. Das verdammte Ding hält ja kaum seinem eigenen Gewicht stand. Aha. Ey, ja, kein Ding. Danke fürs Vorbeischauen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Nacht und, naja, klingt scheiße, aber viel Spaß bei der Arbeit. Ich muss morgen auch wieder mal lochen, aber allerdings habe ich Nachtschicht, von daher kann ich ausschlafen morgen. Ja, oder? Ich finde, das ist original Silent Hill. War ich hier wieder? Da waren wir doch schon. Careful! Don't step into the light, or he'll see you. Oh, nicht das schon wieder. In Anerkennung ihres außergewöhnlichen Dienstes bei der Dokumentierung des tapferen Kampfes der Truppen ihrer Majestät an der Westfront und der Verletzung, die sie auf dem Schlachtfeld erlitten haben, hat das Kriegsministerium beschlossen, ihnen das silberne Kriegsabzeichen zu verleihen. Zu verleihen, muss es heißen, nicht zu verliehen, so wie es dasteht. Schlecht übersetzt. Mögen sie es mit Stolz tragen, in dem Wissen, ihre Pflicht gegenüber König und Volk erfüllt zu haben. Die Auszeichnung findet am 5. Januar statt. Mit freundlichen Grüßen, unleserliche Unterschrift. Ja. Na dann, Herr unleserliche Unterschrift. Also wir werden auf jeden Fall wieder gejagt. Die Frage ist nur, ob wir das irgendwie umgehen können. Ja, den Spruch habe ich vorhin schon mal gehört, Attika. Es hat vorhin am Anfang direkt auch schon mal jemand gesagt. Es ist auch sehr bedrückend, wenn du ständig abhauen musst und keine Ahnung hast, wohin und eigentlich auch nichts anderes machen kannst. Warum zum Arsch sind wir so klein? Ach, spielen wir jetzt vielleicht mit dem Jungen? Kann das sein? Sind wir jetzt gar nicht mehr die Hauptfigur? Sind wir jetzt der kleine Junge? Das nächste Dia, auch gut. Ah. War das? Was ist hier merkwürdig? Zähne. Ah. Little scum. You were always bad luck. A blight upon this family. I give everything, and what do I get in return? A little gratitude, a little heart. Is that too much to ask? A lucky break, an ace up my sleeve, that's all I need. Nee, Etika, die Sachen tauchen hier meistens unmittelbar vor einem auf. An ace up my sleeve. That's all I need. A lucky break. An ace up my sleeve. That's all Delilah. I need. Delilah. Ja. Obsgast. Obsgästin. Sie mag Jungs sehr. Break. Und Mädchen ebenfalls. Sie ist sehr freundlich. That's vielleicht etwas zu freundlich. Ja, ja, ich hab's jetzt verstanden. Du willst einen Ass im Ärmel. Aber was soll mir das sagen? A lucky break! An ace up my sleeve! That's all I need! Okay, ich muss hier irgendwas machen.
A lucky break! An ace up my sleeve! That's all I need! Das ist eine Probe, der betont das jedes Mal anders. A lucky break! An ace up my sleeve! That's all I need! Hat der sie noch alle? Ich glaub ihr nicht. A lucky break! Och, Junge, ist gut. An ace up my sleeve! That's all I need! Da ist was. A lucky break! An ace up my sleeve! That's all I need! Immer noch abgeschlossen. A lucky break! An ace up my sleeve! Irgendwo muss diese Kette hin. That's all I need! Aber wo? A lucky break! An ace! Oh, halt die Fresse, Junge! That's all I need! A lucky break! An ace up my sleeve! Vielleicht erschieße ich den oder so. That's all I need! Kann ich auf den Tisch auch klettern irgendwie? A lucky break! Oh, der macht mich irre. An ace up my sleeve! Oh, nix. That's all I need. Hier sehe ich sowieso nix. A lucky break! An ace up my sleeve! That's all I need! Ja, Junge, ich kann dir nicht helfen. Du bist leider irre. A lucky break! An ace up my sleeve! That's all I need! Vielleicht ist das Spiel auch abgekackt. A lucky break! An ace up my sleeve! Ja, habe ich gedacht, dass da irgendwo eine Karte sein muss oder so. Kann doch jetzt nicht richtig sein, oder? Hör jetzt auf. A lucky break. An ace. Kann dem anderen die Karten nicht klauen. That's all I need. Muss ein Hinweis sein. Ein wenig Glück, ein Ass im Ärmel. Aber ich kann hier nichts anklicken bei ihm. An ace up my sleeve. That's all I need. Ich sehe hier auch nichts mehr. A lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. A lucky break. Mich ja geflüstert und immer wenn Geflüster da ist, dann ist irgendwo was. A lucky break! An ace up my sleeve! That's all I need! A lucky break! An ace up my sleeve! That's all I need. Ich bin bestimmt echt wieder zu blöd, die Hinweise zu verstehen. Ace up my sleeve. That's all I need. A lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. Keine Ahnung. Das muss auch einen Grund haben, warum ich das wieder einsammeln kann. Passt das vielleicht noch irgendwo anders hin?
Ach, guck mal. I told you to hide it. I told you to keep it safe. How could you let him take it? It's all we have left of her. Keep her close to your heart. Don't let her be forgotten. She gave everything for you. Prove that it was worth it. That you weren't a mistake. Jetzt haben wir ein Ass. Okay. A lucky break! A blackened heart. Uprooted by tragedy. Ja, ich mag's auch nicht. By pain. That's all you've ever given me. That's all you were ever good for. Jetzt können wir gehen, oder was? Hast du diesen Raum jetzt schon? Oh, da ist was. Da ist irgendwas im Spiegel. Ja, genau. Weak, useless, no good to anyone. It's like I was never there. It would have been better if I was never there. Ich gucke auch keine Horrorfilme so mit Puppen und so. Ah, nee, mag ich nicht. Let's go. Father will be leaving the projection room soon. Ah, okay. Wieder ein bisschen was von der Story. Die beiden Kinder sind wahrscheinlich meine Kinder, also die Kinder des Schauspielers. Hallo? Oh nein. Das klingt schon wieder nicht gut. Geliebter Ehemann, der Doktor sieht meine Aussichten verhalten optimistisch. Er fürchtet, dass die Schwierigkeiten, die ich bei Lillys Geburt hatte, nun zu gewissen Komplikationen führen könnten. Dennoch glaubt er, dass ich durchaus imstande bin, ein weiteres Kind zu bekommen. Und mit dir an meiner Seite glaube ich das ebenfalls. Ich muss zugeben, dass die Schmerzen in letzter Zeit stärker geworden sind, aber ich wage es nicht, mich zu beschweren. Verglichen mit dem, was du durchgemacht hast, ist mein Leiden kaum erwähnenswert. In ewiger Liebe... unleserliche Unterschrift. Oh, die geht auf. Ein Plakat. Yippie. Show yourself, ye one-eyed freak. I'll make ye wish ye had a spare. My hero. Auf jedem Bild ist übrigens derselbe Typ drauf. Ich glaube, das sind wir. Oh, Feuer, Feuer, Feuer. Oh. Yep. Yep, yep, yep. Wo kam das Feuer?
I think Flower's been trying to fix his old camera. One of the few things he still can. Okay, Feuer weg. Kommt jetzt der Schlüssel her? When the world becomes too cruel, we look for a place to hide. The dark can be many things. Mal rein? Nö. Okay. Was auch immer wir damit sollen. Aha. It is whatever you make it. Keine Ahnung, was das jetzt sollte, aber. The dark can be a silent place. Silence can be empty. Or it can speak volumes. It is whatever you make it. Ganz komische Sachen hier. The dark can be a lonely place. Ach, lecko mio. Ich? Das jetzt nur, um mich zu erschrecken, oder jagt mich das blöde Viech wieder? Ich glaube, es war nur, um mich zu erschrecken. Solitude can be a sentence. Alter. Ein Spruch diesmal? Moment, muss mal kurz eine Nachricht schreiben. Wie war das mit hinter mir? Sometimes it's better to hide, to let the dark in. Viele davon soll ich dann noch einsammeln. Quick, get in! Wait, please! I said, get in!
Jetzt müssen wir einen richtigen Kopf finden, oder was? Nee. Gar nichts machen. Arschloch. Hush, it's already started. Come on, he'll get mad if we're not back before him. Immer wieder diese eine Stelle. What is that thing? I thought I knew, but now I'm not sure. Oh, Jimmy, it has to take shape in your head first. Otherwise, it'll just stay Notiz? Formless. Nur runtergespielt. Und wieder in dem gleichen Raum. Mein geliebter Ehemann, ich schreibe dir diesen Brief mit zittrigen Händen. Ich kann nicht in Worte fassen, wie glücklich ich bin, endlich von dir zu hören. Als ich von dem erfuhr, was geschehen war, wurde mir bange ums Herz. Es war, als wäre mein Leben von einem schrecklichen Schatten verdunkelt worden. Aber jetzt, da ich weiß, dass du noch unter uns bist, ist dieser Schatten verflogen. Auch wenn es mich schmerzt, von deinen Verletzungen zu hören, so bete ich, dass dich die Tatsache tröstet, dass du hier sein wirst, um die Geburt deines zweiten Kindes zu bezeugen. Ewiger Liebe, Frau Unleserliche Unterschrift. Scheint wieder nicht durch. Und dann auch wieder nicht durch. Oh doch. Das ist wohl das Kinderzimmer. This is where you come in. Turned, quartermaster. Curse you and your mutinous puppets. I will not make this easy for you. If I am to meet my doom today, it will be by your hand, by your action. Soll ich machen? Play your part, villain. I'm waiting. Do not do it. That's right. Don't hesitate. You know I wouldn't. Yes. Show me you're strong. Like me. Ja, danke, dass du da warst, Attika. Mach's gut. Schlaf gut vor allen Dingen. War das jetzt richtig, auf sie zu schießen? Ja, genau. Nachtmare vor allem Ding. Liegt da unten. Lily, are you all right? Lily, Lily! Lily, I thought you were gone. That's because I was. Well, she is. What? Who I was a moment ago is no more. Now, I can become someone else. Der seine Schwester umgebracht, oder was ist hier los? Lampi, der Bootsmann. Er ist ein wenig faul, sehr faul sogar. Er würde am liebsten den ganzen Tag herumsitzen, aber es gibt immer etwas zu plündern, sagt der Kapitän.
This is the best part. Come, we can't stay any longer. Wieder laden. I know. Henceforth, I shall be Captain Baines, the Black Wanderer. But Captain Baines isn't a girl. Steady your tongue, Quartermaster. I can be war im Büro. Midas, der Steuermann. Er liebt Gold über alles. Er kann es am anderen Ende der Welt riechen. Deshalb steuert er immer auf den Schatz zu. Okay. Ah. Müssen wir wohl erst fertig bauen. Nächste Dia. Gut. Wer fehlt noch? Was ist denn? Die Rakete. My brother. He was always there. Ja, ist okay, Raptorcore. Ich mache auch bald Schluss. Ich ziehe das heute nicht durch. Das schaffe ich nicht. Ich hatte gedacht, es geht schneller durchzuspielen. Der erste Teil war nicht so lang. Like a warm shadow. Always there, but never really present. Sometimes, when darkness fell across town, we'd sneak out of the house. He'd look up into the night sky, watching the stars. Das ist ein viel krasses Minigame. Jetzt muss ich einfach nur irgendwie was ausweichen. What he really saw was okay, das a thousand souls on fire. His eyes would light up. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Wie gesagt, ich habe die Woche Nachtschicht. Das heißt, ich werde, wenn dann irgendwie nachmittags wahrscheinlich mal streamen. Also abends auf jeden Fall nicht. Ansonsten erst nächstes Wochenende. Aber auf dem YouTube-Kanal wird wahrscheinlich die Woche was Neues kommen. Da solltest du ein Auge drauf haben. Dreaming, that a day would come, when we could leave it all behind. The journey of a lifetime. A light on the horizon. A flame to cool his own. Yes, he had it in him. To make a thousand souls burn. Make them feel alive.
Make them live forever. A thousand lives. But never mine. Never mine. There we were, dreaming ourselves away into the night sky. When we could almost reach out and take it. A cruel shade eclipsed the sun. Our dream was gone. Something else took its place. Something vicious. Something. Und wieder hier. Oh no. What will the Black Wanderer do now? Don't worry. One day we'll get to see how it ends. Ja, danke, dir auch. Und schlaf gut. Grüß noch zu Hause. Happens. What if I can't find you? Shh. Listen to my voice. Hold it deep inside, and I will always be there for you. Forever? Forever. Okay. Das ist Geschwisterliebe, wa? Das? Geburten. Herr und Frau Abram haben am Samstag, den 3. Februar um 23.30 Uhr im St. Bartholomew's Hospital eine Tochter zur Welt gebracht. Herr und Frau Hopkins, bla 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 bla, Herr und Frau Burns, Herr und Frau Wilkes. Gut, Anderson Burns, Green Miller. Und Burns hat geboren und verloren. Geliebte Ehefrau, Mutter, zwei Kinder, kam am 4. Februar um 2 Uhr. Ruhe, Bestattung am Mittwoch. Februar. Okay, vielleicht gehören wir zu den Burns. 4. Februar um 2 Uhr. Oh, ist bei der Geburt des Sohnes gestorben. Das könnte was bedeuten. Hey, da waren wir schon. Wo ist das Badezimmer? Wer ist das da unten? Ne, da ist es. Want to make it to the end, just remember, the monster can be scary, but it's sad too, because at the end of the day, it's just as lost as we are. Okay. Mit den Bildern. Mal weiter, ne?
nicht mehr weg. Geschlossen. Geschlossen. Wo ist das? Okay, wir sind anscheinend durchs Schlüsselloch gekrochen. Sehr merkwürdig. Wieder keinen Weg raus. Wieder durch Schlüsselloch wahrscheinlich. Ja. Den Wasserhahn aufdrehen oder zu. Noch drin. Ja, genau. So kommen wir weiter. Sehr gut. Das ging ja schneller als gedacht. Okay. Was? Jetzt so meine erste Intention. Ja, da tut sich nichts. Auch nicht. Mich? Menü? Ach, ne. Das ist ja merkwürdig. Mit diesem. Ah. Gut. Ich weiß noch nicht, wie ich das finden soll. Okay, weiter. Was haben wir da? Sehr geehrter Herr, bezüglich der kürzlich durchgeführten Inspektion Ihrer Räumlichkeiten fordere ich Sie hier mit dem Auftrag des Stadtverwaltung dazu auf, folgende Brandschutz- und Präventionsmaßnahmen einzuführen. Gewährleisten, dass die Theaterausstattung den Anforderungen für feuerbeständige Materialien entspricht. Gewährleisten, dass die Infrastruktur des Theaters im Brandfall über einen Fluchtweg verfügt. Sie haben 30 Tage, um diese Maßnahmen einzuführen. Mit freundlichen Grüßen und leserliche Unterschrift. Komisch, der Typ heißt genauso wie unsere Frau.
Aber das soll eben halten, 30 Tage, blöde Säcke, halte sie hin. Okay. Wir tun, was wir können. Ich muss mich hier erstmal umgucken. Look, it's her. What? Who? She's the one, Mr. Hardy. She's the one that would take us there. Sieht immer noch aus wie die Titanic. Da auch. Ja, wir waren doch schon ein paar Mal in diesem Haus hier, oder? Also in diesem Zimmer. Ja, klar. Immer von einer Tür zur nächsten, ne? Wir haben immer eine Tür mehr freigeschaltet. Waren wir doch auch schon. Ich weiß nicht, ich geh da jetzt einfach hin. Irgendwas wird schon passieren. A little spark is all it takes. Wieder los. Ja, erste Offizierin. Sie lässt nicht zu, dass jemand die Crew missachtet. Oder den. Weil sie sehr stolz ist. So stolz. Ich glaube, das hat man noch nicht. Mein Ton ein bisschen lauter bei mir. Ich hoffe, das geht für euch, weil ich mache das jetzt das erste Mal ohne Kopfhörer. Sollte eigentlich auch so gehen. Father, no, please. Hä? Halt von einem Poster. Nein, das ist bestimmt das Labyrinth, was wir vorhin auf diesem Bett gesehen haben. Stay out of it, Lily. Why can't you just leave us alone? Leave us alone. Ich will trotzdem nicht mehr rumgucken. Ja, okay, alles klar. Oh, das wird bestimmt. Von dem Bild. Den? You filled the boy's head with nonsense. As if he wasn't useless enough. Findet den Jungen also nutzlos. Netter Papi. Useless, you cruel one-eyed freak. What did you call me? Get away from him, you monster. Oh nee. Oh, Endgegner jetzt oder was? Mich so ein bisschen an den Kampf gegen Scarecrow von Batman. Am besten nicht zu sehr aus den Augen lassen. Hier muss ja irgendwas passieren. Lange, breite Gänge sind immer sehr... Sag ich doch. Okay.
Okay, ich würde sagen, wir verstecken uns da, wo das Licht geleuchtet. Oder? Ja, geht gerade so. Und durch. Links war anscheinend der falsche Weg. Recht. Ach, der läuft im Kreis, okay. Alles klar. Nein, nein, lass das. Hinterherlaufen, denke ich. Sache, der kommt nicht gleich zurück. Was? Hier, Chef. Ich lauf genau rein. Nicht sein, ja genau. Sein oder nicht sein. Diesmal halt nicht sein. So ein Dreck. Echt? Von ganz vorne wieder? Ja, komm. Ist nicht auf uns gerichtet. Ja, einfach laufen. Was habe ich mir gedacht? Hallo? Nein? Bitte nicht wieder von ganz vorne. Wir waren so weit. Ja, okay, das geht noch. So, er kommt gleich von vorne. Hier in den Tunnel wieder rein. Cool, ne? Ja, sag ich doch, der geht zu. Hier hin. Ist das so gewollt, dass wir wieder zurücklaufen? Schnell. Kleiner Zwischenstopp. Und weiter. Oh, Scheiße. Lauf, lauf, lauf. Knapp.
Father, it's today. I know. I'm going to see her. Take care of the house while I'm gone. Did you get anything for James? It's his day too. I had to buy something for your mother. That's all I could afford. Echt? Drei Blumen? Mehr kann er sich nicht leisten? So, ein schlechter Filmemacher. Dann macht er irgendwas verkehrt. Oh, eine neue Filmrolle, sehr gut. There's nothing left for us here. It hurts. It hurts. Okay. Nee, doch nicht. It hurts. My spirits, as in a dream, are all bound up. My father's loss, the weakness which I feel. Alter, ich will dir die Klappe vom Kopf. Nee, aber diesmal kein Schlüssel dran, ne? Oh, das nächste Kapitel. Breeze. Verschmiert. Nicht gut. Wir haben Türen in diesem Haus, das ist der Wahnsinn. Und auf diesem Schiff. Ja, du bist zu fett, du kriegst die Tür nicht auf, Junge. So. Ist, glaube ich, unser Zimmer. Was? Okay, die ganzen Pflanzen sind neu. Die ist durch. Lasse dein Herz bluten. Na, das klingt auch schon mal wieder gar nicht gut. Aber eine neue Filmrolle hatten wir. Und zwar die 4. Filmrolle. Hier. Tell me, James. Do you like sitting here in the park? I don't know. You don't know? I think I do. Out here, I could be anyone. Anyone you want? I think I don't need
Er hat auf jeden Fall irgendwie irgendwelche tiefgreifenden Probleme mit seinem Sohn. Ich will ehrlich sein, mir gefällt nicht, was ich höre. Mir wurde gesagt, dass du nicht einmal am Set erschienen bist und der Regisseur verdammt wütend ist. Ich glaube nicht, dass er mit deiner Interpretation des Charakters zufrieden ist. Naja, bald ist ohnehin alles vorbei. Oder so. Dein Freund und Agent. Warum der immer schreibt, dein Freund und Agent? Sollte man das nicht wissen? So, nicht jedes Mal schreiben muss. Auch was Neues. Sieht auf jeden Fall so aus, als hätten wir irgendwo eins übersprungen. Kinder sein. Sieht's da oben aus? Mit den Bildern? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Stück fehlen uns noch. Von diesen Seiten haben wir auch erst ein. Aber wir haben doch schon mehrmals die Marke gefunden. A lot of you kids suffer in the jungle out there. Keep your head on tight. Unknown brain in mind, me, baby. Let's do it.